Ich sage, das wird die 0 Punkte wem. Also Valvo und Kelly im 98er McLaren. Valvo, Alter. Jetzt ist der Ferrari durch und oh, Beisler. Und sie stehen schon hat wieder. Der McLaren gedreht. Ich habe keine Ahnung warum. Ich auch nicht. Nee, da, ich habe da nichts gesehen. Ich hab Valvo. Oh, Teamkollegen-Kollision da vor mir. Ich war doch neben dir. Teamkollegen, fast Kollision vor mir. Wie du merkst, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt ein blödes Manöver machen, was ich gegen die KI schon gemacht hätte. Wenn du jetzt KI wärst, wenn der jetzt vor mir KI wäre, hätte ich, reingezogen. Ja, da hätte ich es riskiert. Wäre ich schon Schrott. Oh nein, oh Gott, oh Gott. Und ich gehe in Führung. Ich hab dich mitgenommen. Und ich gehe in Führung, was für eine Scheiße, Alter. Oh Gott, der Ferrari ist auch noch reingescheppert. Nee, Disconnect. Wäre schön gewesen an der Stelle. Oh, ey, das, what the fuck? Was steht denn hier alles? Das kannst du doch keinem erzählen. Ey, Alter, der Schrottplatz, ey. Vorhin, dass er aus, da flogen nur irgendwelche Teile durchs Bild so. Ja, aber wirklich, jeder kracht rein oder bremst ab. Oh, ich hab mir entdientet. So nah komme ich, glaube ich, nicht mehr dran. Einfach nicht verschreiben, mich hier einfach alles nehmen, wie es kommt. Also nicht alles nehmen, aber... Die Wand wollte ich gerade vorhin nicht mitnehmen, also... Habe ich Bock auf den Grand Prix. Oh, das Intro habe ich jetzt zu spät weggeskippt. Oh je, yeah, das gibt einen Strike, Michi. Was macht er denn? Da reiht er sich hinten ein. Ja, damit ich da nicht reinknödel, ey. Was ist denn los? Bist krank? Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Stopp. Nochmal. Stopp. Alter. Was ist für eine Grütze, ey. Und der letzte, ey. Okay, stopp. Ah, die letzte geht noch. Alter, Leute, ey. Oh, politisch korrekt. Du Scheiße. Politisch korrekter Kalender, da ist Russland drin. Da haben wir das Schlimmste vom Schlimmsten dabei. Abu Dhabi, USA. Ich meine, die zweite Hälfte, obwohl da ist Baku, das ist auch Katastrophe, aber Alter. Ich hatte jetzt... Ich wusste nicht, dass Baku in den 20er schon drin war. Baku ist schon seit 2016 Race drin. WM nehmen. Aber ich mag die Strecke gerne. Kenny, Baku ist schon seit 2016 drin. Ja. Na, dann Attacke, politisch korrekt mit Russland. Ja, Attacke. Ja, wenn ihr bereit seid, starten wir gleich rein. Ja. Dann zähle ich mal runter. 3, 2, 1... Und das einmal kreiert wieder an und herzlich willkommen zur nächsten F1 2020 5 Runden Weltmeisterschaft. Mit mir dabei sind der Valvo und der Kenny. Guten Tag. Hallo. Wir sehen hier einen interessanten, politisch korrekten Rennkalender. Wir sehen ja auf jeden Fall mal einen crash-anfälligen Kalender, würde ich mal behaupten. Monaco, ja, Russland, Abu Dhabi geht noch. Obwohl Abu Dhabi fliege ich immer in dieser Schikane raus, wo es so mit dem Pöller drüber geht. Ja, die gibt's aber nicht mehr, glaube ich. Nee, das ist die andere Schikane. Hier gibt's die schon noch. Die danach haben sie weggemacht jetzt. Ja. Sochi kam ja eigentlich gut zurecht. Österreich rein. Ja, Baku und Monaco, das wird auch so. Vor allem Monaco gleich zum Start. Ja, Start in Monaco. Aber das da staunen. Aber Kenny, da staunen die sich doch immer so gern. Haben wir doch in der Vergangenheit erlebt in Monaco. Ja, aber du kannst ja trotzdem nur Scheiße überholen, ey. Und wenn du überholst, irgendwo hast du nachher... Du kannst dich eigentlich beerdigen. Ich kann mich erinnern, dass du mal reingestiegen bist, Mitte in so eine Saison, bist dein Monaco rein, hast durch den Stau profitiert und gewonnen mit deinem langsamen McLaren von 0-8. Bei einem Regenrennen oder so, ne? Das war auch geil. Ich glaube, da war mal Autoeinstellung. Eins. Ach du Scheiße. Okay, ich habe einfach auf Bestätigen geklickt. Okay. Fährst du drei. Auch schön. Dann ist es Autoeinstellung 3. Kannst du Tunnelgas geben? Ich sage, das wird die 0 Punkte wem. Also Valvo und Kelly im 98er McLaren. Valvo, Alter. Und ich habe mich entschieden, dass ich mal wieder Bock habe, den 95er Benetton zu fahren.
Und deswegen sehen wir hab den extra noch gewartet, dachte, vielleicht wenn der Beißler sich reinsetzt in den McLaren, dann mache ich was anderes. Ich hatte es überlegt, aber dann hatte ich doch entschieden, komm, ich werde mal wieder den Benetton fahren. Also fahr mal zu dritt in Benetton oder im McLaren, ist auch kein Thema. Geht das? Klar. Geht das? Oder? Ja, stimmt, das habt ihr schon mal gemacht. Echt? Und dann geht das nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, Jake hat das schon mal gemacht. Mit dir und Jake. Weil was war ja, stimmt, ich glaube, das geht. Ah, ja, der ich Benetton. Jake wären ja auch nur zwei. Keine Ahnung. Aber mit dem Auto kann man zumindest mal ein bisschen vorne mitfahren, aber mit dem Rennkalender. Ich hätte jetzt Vietnam erwartet, weil der Kenny am Anfang so gesagt, wir nehmen die Strecke, gibt's ja hier. Auf der noch nie Formel 1 stattgefunden hat und wahrscheinlich auch nie stattfinden wird. Mehr. Also drei nehme ich nicht mehr. Nö. So viel zum Thema Strecken, die man gebaut hat, auf denen nicht stattfindet. Monaco, da können wir ja gute von Staus erzählen und Hamsterkäufe. Ach nee, das war bei R-Faktor 2 damals. Alter, Alter. What the fuck? 20 statt. Es gibt, glaube ich, da muss aufgeräumt werden. Ich würde mal aufpassen. Alter Schwede. Und Williams sind schnell, wa? Obwohl, geht noch. Der 92er? Okay. Der 92er war auch sehr OP, ja. War der so speedy oder war der eher anders? Ey, speedy ist der, glaube ich, nicht, wenn der hier Platz 1 geholt hat. Ja, hat mich auch gerade überrascht. Ich weiß gar nicht, welche hier speedy sind. Ich nicht. 98er McLaren würde ich behaupten. Der zuckert schon an von mir hier. Der Williams. Viel Spaß, Pizza Calabresi. So schöne Autos hier überall. Und die 90er beginnen. Ja, schöne 90er Classic WM. Ich habe vergessen, natürlich ein Highlights raus zu Greenshotten für die WM davor. Da muss ich nachher mal so ein Rennen starten. Nicht einhaken, du Wichser. Einhaken ist übrigens bei den 90ern noch schlimmer als bei den Nullern. Mhm. Ja, den habe ich überholt. Gesagt, ich bin bislang noch nicht zurechtgekommen, obwohl der eigentlich ein Papier schnell ist, der 98er. Aber den 88er McLaren habe ich da gerade ein bisschen in die Bande getackelt. Da ist er in Schlingern gekommen. Das kann immer passieren, sage ich ja immer. Und den Jordan schiebe ich jetzt mal quer über die... Oh Gott, das seht doch jetzt schon einen Mega-Stau hier. Und zack, da stecke ich mit dem 91er Jordan-Kollegen fest. Oh, ich habe einen Stau verursacht, da hinten staut sich. Das ist die Beißler-Kurve. Ja, das Grand Hotel. Wie oft du es da wegballerst und dich ja, in die Kurve kommst. Ja, Mirabeau oder Grand Hotel, die Kurve kann ich einfach nicht. Die Beißler-Kurve. Aua. Boah, Monaco ist nicht meine Strecke hier. Ich habe auch bei der WM gesagt, wie wir da gefahren sind, habe ich auch gesagt, das ist ein Beißler an seiner Stelle hier. Und bumm, das war meine Stelle. Und Valvo ist raus, der amtierende Champion. Boah. Gute Chance für den Kenny diesmal. Guten fetten Gegenpendler bekommen. Und da stehen sie. Achtung, Beißler, die fahren nicht weiter. Wo stehen sie jetzt? In der Hafenschikane da. Oh, da komme ich jetzt hin. Da habe ich den Morbidelli in der Automobilista-WM weggeschickt. Aha. Ja, die dürften im Mirabeau, dem Ferrari habe ich den Flügel abgeholzt. dem Mirabeau dürfte die auch noch rumstehen, wo ich den Stau verursacht habe. Ja. Ja, da stehen sie auch noch, wo ich gestaut habe vorhin. Oder Grand Hotel heißt die Kurve. An der Box, Le Tourneau. Das was war bei dir? Hatte ich da einer Flügel? Wahrscheinlich. Was war bei dir in der Hafenschikane? Ich denke mal, dass du da verendet bist. Ja, ich habe einen Gegenpendler gehabt. Da, wo Kenny gerade ist. Einfach in die andere Richtung gelenkt und das war ein bisschen zu krass. Ich bin immer noch auf Platz 13 wieder vorgekommen, wie auch immer das passiert ist. Und stehen sie da noch? Nein. Nee, nee. Aber ich muss da über den
Bordstein drüber und krieg da schon wieder eine Verwarnung. Ich glaube, ich schau mal beim Bestler zu. Das klingt gerade spannend. Da stehen schon wieder drei. Da sind schon wieder drei Autos hinter mir. Ein Ferrari und zwei McLarens. Boom. Ja, die eine Endplatte ist kaputt. Da kann ich natürlich nicht mehr viel machen mit der Karre. Aber ich möchte die eigentlich auch nicht vorbeilassen, ne? Also ich meine, die müssen schon ein bisschen was tun, um an mir vorbeizukommen, weil das wissen wir ja, gell? Dass wenn man an mir vorbei will, muss man etwas tun. Man muss etwas tun. Und diese Herrschaften, die können sich jetzt auf den Kopf stellen. Ich hätte jetzt erstmal schön einbremsen. Wie der extra bremst, der Beißler. Ja, weil ich nicht um die der Kurve komme, sonst. Ja, das ist mal schon gewohnt, aber eigentlich erst in Mexiko nur. Ja, der Ferrari hat, glaube ich, keinen Bock auf Beißler-Train. Und ich habe keinen Bock, dass der mich jetzt überholt, ne? Einfach ist das. Wie geht der Williams hier am Arsch, ey? Ja, ja, so. Der sitzt im 92er, gell? Ja. Ich glaube, Valvo hat den 96er Williams so gemacht. Vorbei, ey. Ja, wenn du den McLaren genommen hättest, hätte ich einen Williams genommen. Boah, das ist eine Kurve, Beißler. Aber ich habe sie gekriegt. Aber ich habe einen Zug mit einem Ferrari und drei McLarens hinter mir. Ohne Jordan. Ja, es wird ja immer mehr, aber ihr kommt alle nicht vorbei, ihr Doubles. Es wird nichts. Einzige Lethologie ist nicht dran, weil der an der Box war. Der 90er Ferrari müsste das sein. Der Prost-Ferrari von damals oder der 91er. Aber er kommt nicht vorbei. Boah, fährt eben in LKW. Vorbei, Alter. Oh Gott. Bis der fährt halt wie ein LKW, der Ferrari. Kann man halt auch nichts machen, ne? Hat der Alain Prost damals gesagt. Bumm. Ah, jetzt ist der Ferrari durch und oh, Beißler. Und sie stehen schon hat wieder. Der McLaren gedreht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich auch nicht. Nee, ich habe da nichts gesehen. Der Ferrari ist leider durch und die andere. Oh, da muss es wieder einen Stau geben, ein bevor sie irgendwo ist. Irgendwo ist ein Stau, Kenny, die sind weit zurückgefallen. Nee, die fahren schon wieder. Ah, okay. Weil Monaco ist bekannt in dem Teil, dass sie sich gerne hier stauen. Da haben wir schon so viel Quatsch gesehen. Das bezeichnete Regenrennen, wo der Kenny mal gewonnen hat, war ein Beispiel davon. Der Murray haut jetzt ab. Ja, ist ja klar, dass ich mit einem angeknacksten Flügel da keine Chance habe. Deswegen muss ich jetzt hier wieder auf den Randstein. Ja, passt. Was sind das für scheiß Kameraperspektiven? Sehe ich das Auto vom Beißler von hinten? Schöner Schrank auch. Von hinten? Kurve braucht man ja auch nicht fahren. Was? Zwei Sekunden Zeitstrafe. Kann ich mir nicht erklären. Nö. Ich konnte da nicht mehr einlegen. Ich habe einen kaputten Flügel. Was soll ich denn da machen? Aber ich muss jetzt gucken. Noch habe ich die 2 Sekunden ja draußen. Ansonsten muss ich halt wieder einen Stau machen, damit ich es wegfahren kann. The final lap of the race. Ja, Jeff, weiß ich, danke. Hier war es ja noch der Jeff. Ja, aber im Moment habe ich 2 Sekunden draußen, also es kostet mich gerade aktuell keinen Platz. Aber ich darf die Hafenschikane, das stimmt jetzt nicht, nochmal überfahren. Glückwunsch, Kenny. Wie angespannt, ich war die ganze Zeit dieses Hurenrennen, ey. Aber du hast es gemeistert. Monaco, deine Strecke, hast du ja schon oft gesagt, dein Lieblingskurs. Zum Fahren absolut nicht. Also ich glaube, ich weiß, was du mit der Kameraperspektive beim Beißler meinst. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade bin, aber ich glaube, ich schaue irgendwo hinten raus.
Oh, 3, 4. Es wird doch mal knapp mit der Zeitstrafe. Noch mal ein bisschen sputen. Also P14 dafür, dass ich vom letzten Platz kam. Und ja, es gab ein paar Staus. Ich meine, es gibt es auf der Autobahn auch. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und Monaco ist ja hier in der Stadt. Kann sowas mal passieren. Also immerhin durchgekommen. Das muss man ja auch mal so sehen. Wird Fahrer des Tages. Dafür, für was? Für die 3 Staus, die ich verursacht habe? Ah, vielen Dank, nehme ich gerne an den Preis. Ach, da ist der Anzug, der Bademantel wieder, Mutter. Valvo meinte. Ist Valvo noch da oder hat er einen Greenscreen oder Bluescreen oder aus? Oder Grafikkarte? Ich höre ihn auch nicht, blöderweise. Wird auf jeden Fall. Oh oh. Valvo, da ist gut. Wieder ja, da. Achso, ach, sehr gut. Kenny gewonnen? Jo. Oh, Wahnsinn. Er hat das angespannte Monaco-Rennen gewonnen. Safety-Wertung. Ohne Umschweife gleich zum nächsten politisch korrekten Grand Prix, meine Damen und Herren. Meint es ja auch nur eine Rennstrecke von vielen, ne? Aber mit Sochi habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen gehabt. Das ist halt weite Auslaufzonen, ne? Ja, ist ein Kurs, den eigentlich auch jeder beherrschen kann. Auch der Tien normalerweise. Dieses Infield finde ich so schwierig. Ich glaube, Twiggy ist diese eine Stelle da, wo diese Brücke da kommt. Da gibt es manchmal ja gerne lustige Sachen. Boah, tschüss. Da sieht man mal, weil wo das Amaranco-Ding ist auch schon 2 Jahre dabei. Mhm. Das Öl-Ding. Da wusste ich das noch gar nicht, dass es von Saudis kommt. Wusste am Anfang auch nicht, was das überhaupt sein soll. Wie er sich wegdreht, wie er sich immer wegdrehen will. Der ist bockig, ey. Bock hat er auf jeden Fall. Also Valvo wird nach wie vor kein Freund beim 98er McLaren. Nee. Boah, komm. Lass ein gutes Qualifying. Ich bin froh, dass letzte WM so gut lief jetzt. P3, ja, die Runde war ja auch super, also das hatte ich gut im Gefühl, dass das muss ja jetzt was Gescheites hier werden. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Was war das jetzt, Russisch? Ja. Da kannte ich nur 3, die anderen 2 kannte ich nicht.
Aber ich kann Bier-Eki Ütsch. Gesundheit. Das war türkisch. Gehe ich doch zurück auf die Vierer-Einstellung ein? Oder Jeden Cevace. Das ist ja polnisch. Geh ich auch noch hin. Aber ich auf die Vier. Ich bin auf der 3 geblieben, weil ich da ein ausgewogenes Setup habe. Aber jetzt muss ich beim Start gut wegkommen. Der dreht sich ja selbst am Start fast schon weg. Eine Stelle. Ich hab einen Teamkollegen, Kollision da vor mir. Ich war doch neben dir. Teamkollegen, fast Kollision vor mir. War ja am Start sogar vor dir. Also ihr wart auf gleicher Höhe, als ihr in die Kurve rein seid. Valvo hat's probiert, aber dann gerade noch zurückgesteckt. Oh, da dreht sich der McLaren schon fast wieder weg. Der ist bockig. Also der ist so wie die Randsteine F1 2021, oder? Na, nicht ganz so krass, aber... Also die sind schlimmer. Ja, ja. Die sind mit jedem Auto scheiße. Aber der Bennett ist auch nicht. Der Bennett ist auch nicht unlangsam. Der kann auf jeden Fall kann ich die hinter mir abhängen und kann an dir noch dranbleiben. Aber das meinte, glaube ich, Jake mal, dass die. Oh shit, Alter. Oh, Valvo, da war er weg. Dass die KI mit den Autos teilweise besser zurechtkommt als man selber und umgekehrt. So wie die KI zum Beispiel mit dem Braun nicht zurechtkommt. Und man selber aber schon. Ist das hier zum Beispiel mit dem McLaren so, dass die KI mit dem super zurechtkommt und ich zum Beispiel nicht? Das war bestimmt ein Frontwing, der da weggeflogen ja, ist, oder? Hin. Ja, ja. Ja, das hat man dem Einschlag auch vernommen. Der ist ja schnurstracks in die Mauer rein. Der ist weg. Aber bei mir ist er visuell noch dran. Boah, die Kurve geht gar nicht ohne Frontflügel. Eieiei. Das glaube ich, die ist verdammt schnell. Bin ich komplett abgefahren, oder? Orange. Also oh, ja. No. Ja, der ist schnurstracks vor mir da in die Bande reingekracht. Da konntest du auch nicht mehr viel wegbremsen, so wie das aussah. Nö. Aber du kannst dich auf P3 halten. Die KI scheint nicht mal dich ohne Flügel einholen zu können. Das sind auf jeden Fall enger dran. Also 90er ist auf jeden Fall enger als die 2000er. Ja, aber da sind die Autos teilweise wirklich mit großen Unterschieden. Sorry? Nee, passt schon nicht. Gerade noch ausweichen können. Selbst ohne Frontwing ist der McLaren schneller als der Benetton. Gut, muss er ja so sein. Hat ja den guten Mercedes-Motor, der war ja damals auch schon gut, nur sehr unzuverlässig teilweise. Oh Scheiße, jetzt kommt die wieder. Die Kurve. Wie du merkst, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt ein blödes Manöver machen, was ich gegen die KI schon gemacht hätte. Weil ich gerade auf einem so schönen Podestplatz stehe und mir den eigentlich jetzt nicht ruinieren möchte. Wenn du jetzt KI wärst, wenn der jetzt vor mir KI wäre, hätte ich reingezogen. Ja, da hätte ich es riskiert. Wäre ich schon Schrott.
Aber so möchten wir eigentlich den Podestplatz nicht ruinieren. Aber war alles fair. Schön Platz gelassen. Nicht allzu viel Gegenwehr auch gerade tatsächlich geliefert bei dem Manöver. Mal schau mal, du kannst ohne Front. Halt die Kurve schlecht genommen und du bist halt mal wieder innen eingefahren und das ist halt immer schlecht, weil du aber dann die Dings nicht kriegst. Gerade. Du kannst aber ohne Frontwing mit dem Auto trotzdem schneller fahren. Ja, wie gesagt, also, du musst halt die Kurven auch gut treffen und nicht innen anfahren. Ja, das hat dir gerade die lange Gerade gekostet, da konnte ich dann vorbeiziehen. Wie meinst du hier, diese Schlusskurve? Mhm. Ich glaube, da habe ich sogar den Pöller angefahren schon. Da hat es mich auch schon mal verlangsamt deswegen, weil ich den Pöller dran geschleppert bin. Ja, und auf der lange Gerade war da ein leichtes Spiel. Jetzt kommt Balbos Kurve, die sehr schwierig ist und die treibt ja mich schon raus mit komplettem Auto. Jetzt schon mal mehr Punkte als bei der WM vorhin. Wenn der dritte Platz allein schon fast so viele Punkte bringt, wie ich in der gesamte 2000er WM mit dem 2.7er Ferrari geholt habe. Ist ja kein Spoiler, weil diese WM kommt ja nach der anderen, ist ja klar. Wer es dann nicht gesehen hat, kann ja auch nicht helfen, ne? Da kann sich das ja jetzt auch alles in einer Playlist anschauen bei Beisler. Ganz gemütlich. Oh, da gibt es einiges zu gucken. Das waren fast 60 Videos, glaube ich. Also da kannst du mal ein paar Tage. Kannst du mal ein paar Tage dran gucken, wer Spaß hat. So tolle Folgen wie, ich habe so Folgentitel gerade wie Saufen bei McDonald's. Das war, wo die Geschichte da erzählt hat mit dem Kumpel oder gern bei McDonald's danach einer sauft. Mit der Schaukel. Die Sache. Aber schon. Oder WM der guten Laune, hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, in Zandvoort, da waren alle ein bisschen aufgeregt. Spannende WM-Fights. Da war für jeden was dabei. Wie wir damals noch gerätselt haben, ob im 21er F1 die Klassikers, welche da reinkommen und am Ende kam gar keins rein. Wie wir da noch spekuliert haben. Ich habe recht. Wie bitte? Da hatte ich ja recht. Habe ja gesagt, es werden keine Rennkronen. Und der Jake hat auch noch, ist doch der geleakt worden, der 212er Ferrari. Ist doch schon klar, dass der reinkommt. Und Valvo hat es gewusst, am Ende kamen die gar nicht rein. Dafür gibt es jetzt Supercars. Ja, ist doch auch schön. Braucht die Welt. Braucht die Welt Supercars, die sich schlechter fahren lassen als bei Project Cars 2. Selbst bei Project Cars 3 lassen sie sich besser fahren. Also das ist schon... Und den habe ich wahrlich nur noch auf der PlayStation drauf, aber... Boah. Den kann man noch kaufen, die anderen zwei nicht mit. Kenny gewinnt, gibt McLaren Doppelsieg. Gucken. McLaren, Oli. Und ich würde sagen, da habe ich doch mal einen ganz gechillten Podestplatz mitgenommen. Der war wirklich, Glückwunsch. Der war ganz gechillt, der Podestplatz. Der Podest von uns. Stimmt. Ich würde sagen, 100% Quote von 3 gestartet auf 3 ins Ziel gefahren, das kann man so machen. Klar, Leversöhr. Sophie Leversöhr sieht doch original aus wie eine Sophie. Ach, der Anzug. Der Bademantel. Das ist kein Bademantel, das ist ein Ausgehanzug. Ja, da kannst du gleich ausgehen.
Du kannst rausgehen da. Kroatien vor Jamaika und der Schweiz, was für eine Kombi. Das kann man mal so machen, würde ich sagen, oder? Jetzt hat es wieder ein paar Punkte gegeben. Punkte 12, ihr kennt's. Rangliste kann man ja im Startmenü sehen, das haben wir gelernt. Auch mal nach Jahren. Was hat man jetzt? Oh Gott. Jetzt kommt Abu Dhabi, aber die alte Version. Och Mann, ey. Mit der Schikane im zweiten Sektor. 15 Punkte, ja, ich hatte 18 vorhin. Ich glaube, da gehen wir ohne Umschweife weiter. Können wir gleich überspringen. Ich kann das auch nicht abwarten, wie ich in diese Scheißrennen. Ja. Ich hasse Abu Dhabi. Ich fahre die so ungern, ne? Ja, ich finde die neuere besser, jetzt wo die Schikane weg ist. Ich fahre sie genauso gern, wie ich sie sehe. Ja. Oh, ich glaube, also du hast schon mal gewonnen. Ah. Glaub, du hast schon mal gewonnen in Abu Dhabi, meine ich. Aber trotzdem. Vierer Setup, ey. Gieß nicht. Da war auch der Joker mal mit dem 91er-Short, wo der da weggeflogen ist in einer Kurve. Weil der Joker ja auch gern alle möglichen Karren, die ganz arg unterlegen sind, gern gefahren ist. What? Abu Dhabi. Achso, jetzt ist nicht nur die eine Schikane weg da. Diese Kurve, wo ich jetzt hinkomme, die wird ja so auch nicht mehr gefahren. Da wird jetzt geradeaus gefahren. Wie hier, das wird ja auch nicht mehr gefahren so. Das sind sogar zwei Stellen, wo sie umgebaut haben. Der querstehe, okay, sehr stark. Der ist bockig. Aha. Bocklan. Und dann noch die Strecke, die der Kenny so toll mag. MacBock. Die McLaren-Wochen bei McDonald's. Boah, alter Karre, krieg dich ein. Hat da überhaupt keinen Bock. Die Kater-Karre. Schikaner sind nicht so das, was die Karre mag. Und da hat es leider auf der Variante einige. Ja. Die hier gibt es zum Beispiel auch nicht mehr. Jetzt neu? Seit diesem Jahr dann, oder wie? Also ab seit letztem. Ne, 21 wurde die schon umgebaut, aber im okay. F1 21 haben sie es nicht geupdatet, die Strecke. Aber also. Seit 21 ist die Strecke umgebaut und sie ist aber erst im aktuellen Spiel reingekommen. Überraschend. Gibt es eigentlich auch ja, Mods mit Strecken? Oder nicht? Jein. Der eine, wo halt. Wo man halt dann Patreon-Supporter werden muss, der arbeitet gerade dran, Hockenheim und Malaysia für F1 2020 zu bauen. Für seine Classic-Mods. Hockenheim. Scheint wohl zu gehen, der, aber... Der alte, neue, oder? Der neue halt, der auch schon mal in alten F1-Zeilen war, also halt 2018 war Hockenheim drin, 2018 und 19. Boah, und Malaysia war 2016 zuletzt. Das ist 2008. Na, Platz 8. Bin ich zufrieden. Habe ich jetzt schlimmer erwartet. Selber wieder auf Punktekurs heute. Ja, ich hoffe doch, dass ich Punkte mitnehme. Podest wird schwierig, glaube ich, auf dem Kurs. Aber ein paar Punkte, das ist schon drin. Ein paar pünktlich. Also ich muss jetzt mal Top 10 der WM abschließen. Nicht wieder außerhalb, so 11. wie vorhin. Muss schon was gehen. Ich glaube, ich bleibe bei der 4. Ich glaube, die 4 war ganz gut. Ich habe die 3 behalten, weil da bin ich gerade gut zurecht. Viel Spaß, viel Glück. Viel Spaß, viel Glück. Was steht dazu auf unserem Heck? Kamozi? Wo ist ein Kamozi? Weiß ich nicht, was da steht. Ich kenne nur Kramozis, es war ein Trainer. Ich kenne nur Knabernossi. Oh nein, oh Gott. Und ich gehe in Führung. Ich habe dich mitgenommen. Ja, Alter. Oh nein, Alter. Und ich gehe in Führung. Was für eine Scheiße, Alter. Also ich bin ausgeschieden. Kenny raus, Valvo noch irgendwo dabei. Ey, habt euch da schön weggeballert vor mir. Alter.
Ihr habt euch hab da schön gerade gekriegt in der Kurve, ey. Ja, du bist ja auch da nicht mehr lenken, ohne Rücksicht auf Verluste durchgegangen. Wo ich stimmt doch überhaupt war. Nicht. Ich bin ich ja extra weit draußen. Dir, Alter. Also ihr habt euch da schön weggeballert vor mir und da ist der Atti so in Schlingern gekommen, dass er da bei euch bremsen musste, dass ich außen an dem vorbeigefahren bin und in Führung gegangen. Was auch immer da bei euch passiert ist. Ah. Sag schon mal danke für ein paar Führungsmeter. Boah, wie der immer quer geht, ey. Holy shit. So bockig. Henny ist raus, wurde mir schon eingeblendet. Valvo müsste wohl noch fahren irgendwo. Irgendwo. Also hinten mit angeknacksem Flügel. Ja. Nicht Flügel kaputt? Ja, aber hallo. Oh no. Und Pennys Impact muss aber heftig gewesen sein, dass es dich aus dem Ding genommen hat. Na, also mein Reifen war noch dran, aber irgendwie ist meine Aufhängung irgendwo rumgeflogen. Okay. Sau wild aus. Ich hab dich richtig einmassiert in die, in die Kurve. In die Bande. Doppelführung Benetton sogar. Der Kaufmann ist aber Teamkollege. Der hat es gemacht, wie der Haki den unterkult hat in Österreich. Es war 99, als der Kultat den Hakinen umgedreht hat. Der DC. Ich glaube, die sonst eine Kollision hatten. Der DC sah ja auch komisch aus, hast du gesagt, beim F1-22. Ja, jetzt hätte er in so die Kloschüsse. Wie der Bottas. Der Bottas sieht beim F1-Manager scheiße aus. Er sieht aber in echt auch scheiße aus. Ja, mittlerweile sieht er auch, sieht er auch schon aus dem. Wie ein Öko. Der Bottas, das stimmt schon. Nicht einhaken, bitte. Aber immer noch sympathisch, echt? Der Bottas. Welcher Platz, Valvo? Oh, ja. L12 vielleicht. Boah. Hab ich gerade weggeschaltet. Also vorbeigetackelt. Aber jetzt! Das war zu viel. Oh no. Das war zu viel. Alvo hat sich wieder weggedreht irgendwo, oder? Da hast du jetzt viel versucht anscheinend. Ja, zu blöd. Und Stelle, wo bist du zurückgefallen? Nicht probieren sollte. 18. Jetzt ist der Flügel komplett gelb. Boah, weißt du, du hast das Schild da drin zerstört gerade. Hab's rasiert mit meinem Benetton-Flügel. Rolex-Schild. Keine Ahnung, war auf jeden Fall war da irgendein Schild, dann bist du vorbeigefahren und die ganze Dinge zusammengebrochen. Naja, ich hab's glatt rasiert mit meinem scharfen Frontwegen. Glatt rasiert. Muss ich mein Gesicht morgen auch. Alter. Boah, Alter, jetzt schaut mal auch. Zack, da wird der nächste McLaren weggeschnupft. Oh. Oh. Kurvenausgang. Wie, du hakst dich ein. Aber wie groß die Reifen auch bei dem anderen McLaren sind und dann dein Reifen dazu, ey, alter Schwede. Das war das damals so. Spielzeugauto. Ja. Das war, glaube ich, bestimmt der 88er McLaren, wo hinten noch breiter war wie vorne. Ja. Es ist ja heute, ja, nee, es ist heute nicht mehr so. Fast ist es so. Okay, an dieser Stelle nicht überholen. Merke.
Oh shit, boah, Alter. Alter. Aua. Da ist er hinten in den Bennett reingeknödelt, ey. Oh. Boah, ich dachte, du ziehst in den rein. Oh Gott, und nochmal, Alter. Alter. Was ein Kampf, Alter. Oh, Michi. Oh nein, Michi. Oh nein, Beißler. In Führung liegend. Hat der Disconnect? Redet nicht. Oh Gott, der Ferrari ist auch noch reingescheppert. Nee, Disconnect. Wäre ja, schön gewesen oh, an der Alter. Stelle. Oh, ey, das, what the fuck? Was steht denn hier alles? Das kannst du doch keinem erzählen. Ist der Valvo doch. Oh Gott, da stehen aber. Oh, da hat es jetzt einiges. Das boah, kannst war das du doch eng, kein... Alter. Du standst da in der Mauer und die, manche sind so knapp an dir vorbeigefahren, dann der Ferrari ist der erste, der nicht reingeschleppt hat. Ja, McLaren stand da jetzt auch noch. Und dann stand da noch irgendeiner gerade, ey. Alter, der Schrottplatz, ey. Das kannst du. Schade, dass du nicht doch... aufnimmst, Kenny. Oh, das sah aus, ey. Das kannst du doch. Kannst du doch echt keinem erzählen. Hattest du jetzt ein Disconnect oder nicht? Nein. Ich oh, bin, Scheiße. Ich bin ey, über oh. das Ding gerumpelt und weil ich da hochgehüpft bin über oh, den Randstein, bin ich in Schlingern gekommen und konnte das nicht mehr verhindern, einzuschlagen. Oh, deswegen Michi, ey, deswegen oh. sag ich ja, das kannst du doch keinem erzählen, sowas. In dem Moment, ich schalte zu Michi und sehe nur noch, wie er die Kurve irgendwie ganz merkwürdig weit außen nimmt und die Mauer kam so nah. Oder noch, nein. Und dann Chaos und Zerstörung. Oh, Alter, war das eng an allen vorbei. Aha. Oh, vorhin das sah aus, da flogen nur irgendwelche Teile durchs Bild. So. Ja, aber oh, wirklich, oh, jeder kracht moin, rein ey. Oder bremst ab. Ja. Oh, ich hab mir entdientet. Vor allem, wo also, ist der einzige, welche Punkte von uns holt? Visuell hat der Balbo aber... Visuell hat der Valvo aber keinen Schaden hier in der Anzeige. Na, Frontflügel, alles in mir drin. Der Faden. Na doch, die Endplate fehlt. Seine rechte. Die linke auch. Hm. Echt? Die rechte. Da ist an der Stelle Beißler, ne? Ja, ja da bin was? Ich auf den Körb ja, gekommen. Liegt doch die was. Linke ist eingeknickt. Da ist, bin ich auf den Körb gekommen. Dann jetzt Auto ist dann so gesprungen. Dann. Leicht hochgesprungen ja. und dann konnte ich nicht mehr und dann bin ich in Schlingern gekommen, als wieder aufkam, konnte ich den Einschlag in die Wand nicht mehr verhindern. Ich habe schon gewusst, Frontflügel fliegt weg, aber dass es dann so ist, dass das Rad mit weg, weil mit kaputten Frontflügel hätte ich mich ja noch durchkämpfen können in zwei Runden. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt heule oder lache soll. Also ich sag einfach, das kannst du keinem erzählen, sowas. Aber du hattest auch schon. Du warst dann auch schon einfach immer komplett still, wenn sowas passiert ist. Aber na, ich war ja auch schon vorher still. Ich war ja auch schon vorher still, um das heimzubringen. Aber hat ja in dem Fall nichts gebracht. Ich dachte deswegen so, okay, sagst du nicht Bescheid, dass du gerade drauf bist, dass du gerade beim Beißen dazu guckst, damit er da nicht irgendwie unkonzentriert wird. Und dann puh. Siehst du, da hatte ich Chaos und Zerstörung. Wahrscheinlich, wenn es jetzt dumm läuft, war das auch die einzige Siegchance. Behaupte ich mal sogar, dass es die einzige Siegchance war tatsächlich. Weil das wäre jetzt so perfekt laufen. Ihr beide kracht ineinander rein. Ich gehe außen vorbei, hab das Ding eigentlich mehr oder weniger in Kontrolle. Natürlich ja, ist der. So Punkte geholt. Albo Glückwunsch. Der Atier ist zwar immer näher gekommen, weil ich habe schon die Runde davor die Kurven nicht richtig gekriegt. Aber das ist der ja. Der hat die schnellste Rundenzeit doch aufgestellt. Der aber Atier. Das war jetzt meinerseits irgendwie schon Einschlag. Ein bisschen. Mhm. Ja, aber meinerseits war es irgendwie schon leicht an Dummheit nicht zu überbieten. Das hätte eigentlich passieren dürfen, sowas. Das erste Mal, dass keiner von uns am Podium steht. Oh. Vielleicht gut. Vielleicht gut für eure Ohren, weil es wäre laut geworden, hätte ich es geschafft. Ich bin deinen Nachbarn auch bedankt. Um aber das war ja eh taub.
Aber ganz ehrlich, das war so an Dummheit zu überbieten, das konnte man, das kann schon keinem erzählen, sowas. Wie blöd kann man eigentlich sein, frage ich mich da. Also den Schuh muss ich mal anziehen, das war ein Fahrfehler. Ey, das wäre massive Punkte gewesen. Mit dem Auto auf dem Kurs. Das ist jetzt gewesen. Da führt der Ati aus, ey. Und dabei war ich schon still und hab mal fast die Fresse gehalten. USA, muss das denn sein? Boah, da hat meine Karriere überhaupt keinen Bock bei der nächsten. Die will ja nur weg. Mal gucken, Bahrain ist noch drin. Da kann ich zumindest mal eine Podestchance noch haben. Aber ich glaube, Siegchance, so wie jetzt, so nah komme ich, glaube ich, nicht mehr dran. Einfach nicht verschreiben, mich einfach alles nehmen, wie es kommt. Also nicht alles nehmen, aber... Die Wand wollte ich gerade vorhin nicht mitnehmen, also... McDrive. Ich sag ja, das kannst du doch keinem erzählen. Muss schon cool ausgeschaut haben, wie du da durch das Schild durchgebrettert bist, was Kenny erzählt hat. Er hat das Schild gar nicht so richtig getroffen, der hat das eher so gestriffen oder ganze Dinge so zusammengekratzt. Da werden die Zuseher auch wahrscheinlich denken, mein Gott, Meißner. Da führt er das Rennen einigermaßen gut an. Und dann macht er sowas. Dann der Massencrash hinter dir. Ja, das habe ich erst beim Rumschalten gesehen, dass außer dem Ferrari noch so ein McLaren zerlegt war. Der muss ja dann in den Ferrari reingeballert sein. Boah, Alter, oh mein Gott, ey, holy shit. Sind gut, ne, die Esses? Mhm. Aber hier merkt man wieder, hier ist man zu Hause in dem Teil. In dem Teil hat man wenigstens mal ein paar Siegchancen. Bei dem 21er bin ich auch nicht zurechtgekommen. Da war ich auch nicht. Doch, einmal bin ich um den Sieg beschissen worden mal. Vielleicht kann sich der Kenny erinnern, wo ich mal Red Bull gefahren habe gegen Verstappen, weil ich mal einmal nicht richtig Platz gemacht habe. Habe ich das Spiel doch so dumm bestraft, weil ich rausgerutscht bin. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Stimmt, kann sich der Kenny da dran erinnern. Entschuldigung. Aber ansonsten war ja dem 21er nicht wirklich eine Chance, da mal was zu reißen. Boah. Wie viel ich korrigieren muss immer, ey. Das ist ja... Alter. Nicht übel, Alter. Nächstes Mal wird's wieder der Williams. Ich bin eigentlich mit dem Benetton hier sehr zufrieden. Den 92er habe ich noch nie probiert, wie der wohl so abgeht. KI scheint ja zurechtzukommen. Ja, aber Jake hat den mal gefahren, der meinte, der ist ein bisschen so rutschiger. Weiß nicht, ob du damit zurechtkommst. Du meinst anders rutschiger als der hier. P7. Kenny Pohl? Was, den hab ich jetzt nicht gesehen. Alter, natürlich. Boah, Alter, was? 7. Und beklagt sich, oh, der ist aber rutschig. Ja, die ist auch wieder ausgebrochen hinten. Alter, ernsthaft, 3 Sekunden vom Rest der Welt. Boah. Hab ich Bock auf den Grand Prix. Oh, das Intro habe ich jetzt zu spät weggeskippt. Oh je, yeah, das gibt einen Strike, Michi. Nö. Michi, kurz vorher, wann hast du den Disconnect? So ab der zwischen 3:30, 4. Okay. Ach, jetzt gerade. Michi, wann hast du den Disconnect? Nee, Spaß für dich. Ja, nach dem Abu Dhabi-Rennen wäre es mir lieber gewesen, er wäre gekommen. Dem Desaster. Es war schon peinlich. Also, es kann man nicht anders beschreiben. Boah. Alter, das rumpelt hier die ganze Zeit. Irgendwas höre ich die ganze Zeit. Das war ich, glaube ich, beim Start, wo da mal wieder durchgeschossen ist. Ich will diese Schmach hier nicht auf mich sitzen lassen. Es muss ein Podest her.
Ich meine, das ist den Besten schon mal passiert. Und Michael Schumacher hat auch schon mal so ein Auto weggeschmissen. Boah, Alter, mein holy shit. Da kam der Pfeil, aber nee. Boah, Alter, ich hab grad dein rechtes Hinterrad verfehlt, ey, alter Schwede. Was ist passiert? Ja, tschüss, Kenny. Was macht er denn? Da reiht er sich hinten ein. Ja, damit ich da nicht reinknödel, ey. Was ist denn los? Bist du krank? Jetzt geht's. Nein, aber wenn ich das alles erkenne, dass du da vorne bist, warum soll ich dann da reinknallen? Also nochmal so eine Kondition wie in Abu Dhabi braucht es ja jetzt nicht nochmal. Scheinbar habe ich Abu Dhabi falsch eingeschätzt. Der Kurvenausgang ist so übel. Was, welche Einstellung hast du, Kenny? Na, 4. Boah. Ich hab eine 3 und ich komme schon in Bredouille. Oh, da muss man ja bremsen auch. Fahr voll, Kenny. Oh, der 94er Benetton vom Clark. Der kam da in Schlingern. Kann ich den außen? 94 gegen 95? Ah, oh. Ja, hab ihn vor den SS geschnappt, außen. Vorher klang es noch confident und dann doch nicht mehr. Ah, wo? Ja, ich war noch nicht sicher, hat sich versucht einzuhaken. Jenny geht geradeaus. Oh, 94 habe ich auch schon mal gefahren, das könnte auch nice sein. Yeastick. Und Power hat er auch, Herr Benham. Lassen wir den mal ein bisschen ziehen. Ah, der Bills wisst ihr hier, glaube ich, der Kollege. Er ist Vierter, Fünfter. Ja, leicht hellgrüne Endblade. Ja, boah, Kollege Bills wissen. Haben wir zumindest abgefangen bekommen. Ich drücke aber zu schnell auf den Pin. Boah, Alter, wie der Controller vibriert, das ist ja wahnsinnig. Also, brauchst keinen Massagestuhl, spielst einfach F1 2020. Klassikers, kannst dich schön durchmassieren. Ja, ob ich den dritten Platz hier noch einfangen kann in seinem 92er Williams, das könnte schwierig werden. Nase. So, die erste Schikane ist noch cool, die zweite schon. Die dritte ist ei. Nimmt kein Ende. Wir Kaugummi. Ich hasse Kaugummis. Ja, aber so zieht sich das dann. Ja. Das habe ich über die Arbeitswoche gedacht. Die zieht sich wie ein Kaugummi. Oh, jetzt kommt der hier schon wieder seinem 94er Benetton. Bleibt ja vom Leib. Michi? Ich frühestens erst Mitte März. März, okay. Ja, weil ich habe dieses Jahr ein bisschen. Ich möchte auch im September nach Italien zur Formel 1 nach Monza. Wo? Möchte ich versuchen, Tickets zu kriegen. Du warst ja schon mal, bist ja schon mit dem Fahrrad da drüber gefahren. Ich möchte versuchen, Tickets tatsächlich für Monza zu bekommen. Ich habe da Urlaub mal eingereicht in der Woche, wo der Italien Grand Prix ist. Mit dem Rennen. Achtung, wir haben da eine rote Flagge, da fährt einer mit dem Fahrrad über die Strecke. Was siehst du nur dem Michi da mit seinem Schweiz zu? Nein, ihr überholst mich nicht, holst mich nicht von der Strecke. Don't overtake mich am besten, und dann siehst du, wie er im Hamilton wegschießt. Mit dem Fahrrad! Ja, mit dem Fahrrad.
Verrückter schießt Hamilton, verrückter zerstört Hamiltons WM-Hoffnung mit dem Fahrrad. Und dann fährt der Max vorbei und ich sag so noch, hey, du warst geil. Bist ich habe Wohnwagen mitgebracht für dich. Bist du einer, der auf die Strecke stürmt, du machst du's halt mit dem Fahrrad. Was nicht gegen der Strecke? Hallo, Leute. Wow. Also in echt vielleicht ein bisschen lebensmüde. So wie der eine, wo mal auf die Strecke gerannt ist in Silverstone, im Schotterrock damals. Mhm. Oder der verrückte Mercedes-Mitarbeiter da, der in Hockenheim da über die Strecke gerannt ist mal. Ja, P3 wird nichts, aber P4 kann ich mitnehmen. Wäre ja schon mal super zurückkommen nach dem peinlichen Desaster. Aber vielleicht sollte man nicht alle so fett fahren. Minus 0, was habe ich denn hier immer eingestellt? Standard habe ich hier immer eingestellt. Ich stelle da nie was rum. Ich vielleicht auch nicht machen sollen. Na, lass ich ihn mal außen kommen. Lass ihn mal außen kommen. Na, kommst du vorbei. Platz halt. Und dann lass ich den verhungern. Genau. Da hinten habe ich mal wieder den bekannten Zug wie der Jano Trulli. Also ich bin hier quasi der Jano Trulli so ein bisschen. Also der Jano Trulli wäre stolz auf mich, wenn er die Rennen sehtet. Dein Sohn, der Enzo Trulli, ist ja ziemlich schlecht im F1-Manager, gell? Also bis man den aufgebaut hätte, da braucht man 12 Jahre. Ja, kenne ich das Box, dass wir den Enzo Trulli holen. Gasly reißt zu viel. Oh, Final Lap Observation. Hat auch Fahrerproblem, irreparabel. Wer? Der Enzo Trulli. Das war Grand Prix World, oder? Das war der Yannick Le Gall damals in dem Monaco-Rennen. Ich hab mir das erst letztes Jahr angeguckt, mal wieder das Rennen. Bei Grand Prix World? Ja. Da hast du erzählt, dass Monaco dein Lieblings-Grand Prix ist. Deswegen habe ich das erwähnt gehabt. Hast du damals geschwärmt von der Strecke und hast gesagt, das ist mein Lieblings-Grand Prix, ich schaue den gern. Ja, schau du ich den noch Monza gerne. Ist das Lieblings-Grand Prix. Monza ist meine Lieblingsstrecke. Es kann nur einer, ja. Deswegen bin ich ja auch dorthin zum Grand Prix. In 7 Stunden wäre ich mit dem Zug von hier nach Mailand. Das ist nicht viel. Nee, das geht tatsächlich. Das ist machbar. Es soll nur die Dings so abartig teuer sein, oder? Die Dings, die Karten. Jetzt im Moment sind doch. Also über die Webseite von der Rennstrecke in Monza direkt kannst du nicht die Tickets buchen, außerhalb von Italien. Das hat da nicht funktioniert. Aber es gibt noch eine andere Ticketseite, wo bald ein Kontingent reinkriegt. Die halt so abartige Preise haben in Monza. Das soll dann Hotel mit. Ja, jetzt gucke ich mal, wenn das Kontingent ist. Ich spare ja im Moment eh ein bisschen an. Das war jetzt spontan. Gratulation. Es war jetzt spontan, habe ich das entschieden. Wobei, ich mach doch mal das Schild kaputt. Hat man wer keinen Dings mehr hat. Oh je. Rollst du aus jetzt? Ja. Du hast keinen Sprit mehr, ey. Ja. Nee, aber hast du trotzdem noch geschafft. Was ja, du bist doch über die Ziellinie gekommen. Ah, P4. Das ist ein gutes Recovery von dem peinlichen Ding in Abu Dhabi. Hab mal wieder bewiesen, dass ich mit dem Auto zurechtkomme. Also ich denke mal, jawohl, das verdient auch Fahrer des Tages. Ich hab das bewiesen, dass es geht und dass da mehr gegangen wäre. Dip. Das Outfit macht mich so fertig. Ja, ist doch geil, oder nicht? Valvo ist einfach komplett in Gold. Und der dritte da ist einfach nur standardmäßig. Das ist einfach nur hässlich. Oh, ich habe hier eine Herausforderung abgeschlossen. Was ist sowas? Gibt es hier auch noch? Das Spiel scheint ja wirklich noch gespielt zu werden. Ja, wahnsinnig. Ja, ja, der Podiumpass sind die Herausforderungen. Ja, und da es einen Podiumspass gibt, wird es hier auch noch gespielt.
P4 bin ich sehr zufrieden, also ärgere mich immer noch leicht darüber, dass ich das Abu Dhabi-Rennen nicht geschafft habe zu gewinnen. Weil was? Das hätte ich gewinnen müssen. Das hätte ich gewinnen müssen normal. Aber USA habe jetzt auch wieder gezeigt, dass ich mit dem Auto zurechtkomme. Also jetzt kommen ja noch Strecke, bei denen kann es ja noch besser werden. Ich würde sagen, ich mache aber jetzt vor Atelier. Wir machen mal die Up-Moderations. 1-4-8. Oder würde ich mal sagen, danke euch fürs Zugucken. Danke, Valvo und Kenny, fürs Mitfahren. Boah, ey, die nächsten Strecken schon wieder Österreich cool und dann wird schon wieder scheiße. Und da sage ich mal, also wenn ich mein Disconnect jetzt in Aserbaidschan bekomme, wäre ich nicht traurig. Aber gut, sehen wir ja dann im nächsten Folge. Ich sag schon mal, keep racing. Ich bitte auch einen kriegen. Ohne Wiederlurke. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bahrain, Aserbaidschan und England. Bahrain freue ich mich, da kann ich wieder was reißen. Machen wir direkt weiter, oder gleich?